Du brauchst keine Profikamera, um gute Bilder zu machen. Heutzutage machen die Smartphones perfekte Bilder und ich zeige dir heute meine 5 besten Tipps, wie du das Maximum aus deinen Smartphone-Bildern rausholst. Bleib dran! Tipp Nummer 1. Einer der wichtigsten Faktoren bei der Fotografie ist das Licht. Also beachte auf jeden Fall, wann du deine Fotos machst. Der beste Zeitpunkt, um gute Bilder zu machen, ist morgens direkt nach dem Sonnenaufgang oder abends kurz vor dem Sonnenuntergang. Da ist das schönste Licht, die Sonne steht tief am Himmel und du vermeidest harte, unschöne Schatten. Tipp Nummer 2. Falls du dich dennoch entscheiden solltest, deine Bilder in der Mittagssonne zu machen, dann achte darauf, dass du dein Model oder dein Objekt, das du fotografierst, nicht direkt in die Sonne stellst, sondern such dir ein schönes schattiges Plätzchen, idealerweise an der Grenze zwischen Schatten und Sonnenschein, und da hast du das perfekte Licht, um ideale Ergebnisse zu erreichen. Tipp Nummer 3. Bestimme selber, wie dein Bild belichtet wird. Alle modernen Smartphones haben die Möglichkeit, die Belichtung manuell zu steuern. Dafür musst du einfach dein Bild anfokussieren, auf das Display tippen und mit einem Wisch nach unten oder nach oben kannst du deine Belichtung des Bildes steuern. Ich würde dir empfehlen, immer dein Bild nach dem hellsten Punkt zu belichten, so dass du vielleicht zu dunkel geratene Stellen dann im Nachhinein aufhellen kannst. So behältst du dir die maximalen Details im Bild. Tipp Nummer 4. Fast alle neuen Smartphones haben die Möglichkeit, komplette Einstellungen manuell vorzunehmen. Dafür musst du einfach auf deinem Handy in den Pro-Modus wechseln und dann hast du die Möglichkeit, Belichtung, Weißabgleich, Verschlusszeit und Fokus selber zu bestimmen. Falls dein Handy aus irgendeinem Grund diese Möglichkeit nicht hat, kann ich dir eine App empfehlen, die heißt Kamera Plus. Die kannst du dir im App Store runterladen, dann sollte auch dein Handy diese Features haben. Tipp Nummer 5. Beachte bei der Fotografie die Ein-Drittel-Regel. Die meisten Handys haben die Möglichkeit, in den Einstellungen Raster einzublenden. Mit der Ein-Drittel-Regel versuchst du, den Blick des Betrachters zu lenken und versuchst du dein Objekt oder dein Model, was du fotografierst und wo du die ganze Aufmerksamkeit haben möchtest, versuchst du auf eine von diesen Rasterlinien zu stellen oder auf die Überschneidungspunkte derselben Linien. Genau dasselbe machen wir zum Beispiel, wenn wir Landschaften fotografieren, dass wir den Horizont auf der oberen oder unteren Linie setzen, so dass wir den Blick vom Betrachter im Bild führen. Und so erzielen wir mehr Aufmerksamkeit auf das, was wir eigentlich zeigen wollen. Und jetzt kommt noch ein Bonustipp. Lade niemals Bilder hoch, ohne sie vorher bearbeitet zu haben. Glaub mir, auch wenn du denkst, dass dein Bild noch so gut direkt aus dem Handy geschossen ist, mit der perfekten Bearbeitung und mit einem kleinen Schliff hier oder da kannst du noch ein Mehrfaches an Qualität aus deinen Bildern rausholen. Wenn ich meine Bilder auf dem Handy bearbeite, dann mache ich das entweder mit Lightroom Mobile oder mit der App Snapseed. Diese kannst du dir kostenlos im App Store runterladen. Soweit ich weiß, gibt es diese Apps für Android und auch für iPhone. Und wenn du genau wissen willst, wie ich meine Bilder bearbeite im Handy, dann schreib es mir in die Kommentare und ich mache in einem der nächsten Videos ein Tutorial für dich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, so verpasst du auch kein neues Video von mir. Ciao und bis zum nächsten Mal.